3D-Spiel wollen wir nicht, wir wollen Textmodus spielen. Dankeschön, Paris, okay, auf Wiedersehen. So, mal schauen. Ich bin gespannt. Kommt die erste dicke Chance für Dortmund? Aber abseits, zum Glück. Pass. Und 1-0 für Dortmund. Das war klar. Wir kriegen sowas von aufs Gesicht, kann ich euch jetzt schon sagen. Zum Glück nichts passiert. Geht voll drauf. Außer Spesen nichts gewesen. Jetzt kommen wir mal. Das ist ja Wahnsinn. Oh, 1-1. Nicht schlecht. Benno Schmitz. Nicht schlecht, der Specht. Nicht schlecht, Herr Specht. Da kann man nichts so sagen. Erste Halbzeit ist beendet, 1-1, damit kann man leben, würde ich sagen. So, weiter geht's. Ruhe, Konzentration, Spieler aussehen, warm machen. Und 2-1 für Borussia Dortmund. Was bei solchen dicken Popo soll ich da sagen? Ja, und 3-1 war klar. Das war klar, dass wir aufs Gesicht bekommen. Stadion ist ausverkauft. Ist ja schön, dass das Stadion ausverkauft ist. Trotzdem liegen wir 3-1 hinten. Ihr Hupenpupen. Ohne Sinn. Konfuse Basic. Hussein Basic. Und trotzdem kriegen wir aufs Gesicht. Genau, volle Kanarchi. Voll drauf gehen. Das war auch nichts. Das war die Edgem kommt für Lukas Mura oder wie heißt. Und 4-1. Ja, da kriegen wir auf die aufs Gesicht. Na, so ist es eben, da kann man nichts machen. Da haben wir keine Chancen. Müssen wir jetzt die nächste Woche wieder besser werden. Leider 4-1 gegen Dortmund verloren, aber wir sind immer noch Fünfter. Ja, alles gut. Kriegen wir hin irgendwie. Und dann müssen wir jetzt im DFB-Pokal als nächstes gegen Borussia Dortmund VfL Bochum spielen, meine Güte.
Gut, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen wieder zum DFB-Pokalspiel im 3D-Modus gegen den VfL Bochum. Bis morgen dann. Ciao, ciao.